Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Best Boys. Mein Name ist Kamal und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem App-Review gucken wir uns iMuscle an. iMuscle ist eine weitere Fitness-Applikation für das Apple iPhone. Der eine oder andere kennt sie vermutlich, denn sie ist nicht neu. Sie ist aber ziemlich umfangreich und für Leute, die ziemlich ziellos trainieren, sehr empfehlenswert. Also lasst uns einen Blick auf iMuscle werfen. Vom Aufbau oben großflächig die Hauptanzeige, in diesem Fall die Muskulatur des Menschen. Unten Platzsparen, die Navigation. Von hier aus können wir insgesamt 3 Gesten anwenden. Die erste Geste ist, ich kann mich orientieren, ich kann die Darstellung rotieren. Das heißt, ich möchte nach einem bestimmten Muskel suchen, also grenze ich meine Suche ein, indem ich sage, okay, ich möchte die linke Seite sehen. Die zweite Geste ist, ich kann das Ganze hochskalieren, indem ich einfach eine Pinch-to-Zoom-Geste mache, nämlich so. So, und jetzt, wo ich diesen einen Muskel gefunden habe, den ich suche, tippe ich einfach nur 2-mal rauf, nämlich so. Und dann sehe ich das wirklich sehr detailliert, sehr aus der Nähe. Von hier aus, wo ich diese blauen Pins jetzt sehe, kann ich mich auch bewegen. Also ich muss nicht unbedingt Schritt zurück, Home klicken und die ganze Muskulatur sehen. Ich kann einfach hier auf Elbow tippen, dann sehe ich zum Beispiel jetzt den Trizeps, also den Außenoberarmmuskel. Also tipp mir einmal auf diesen blauen Pin hier, was wird mir angezeigt? Mir wird so ein Fenster hier angezeigt, bestehend aus 3 Reiter, primär, sekundär und Stretches, also Übungen. Unter primär sehe ich alle Trainingseinheiten, die wirklich ausgerichtet sind für den Trizeps. Unter sekundär sehe ich Trainingseinheiten, wo der Trizeps auch wirklich involviert ist. Und unter Stretches sehe ich einfach nur ganz normale Dehnübungen. Wir klicken mal wieder auf primär und ich tippe mal auf die erste Trainingseinheit, nämlich Upper Arm. Und auch hier wieder 3 Fenster sehe ich. Das erste, was ich hier sehe, oder das erste, was mir hier angezeigt wird, ist eine exakte Ausführung in Form einer Animation. Das heißt, ich sehe hier, wie ich die Übung am besten zu machen habe. Im zweiten Fenster hier sehe ich, welche Muskeln noch davon angesprochen werden. Vielleicht die Schulter zusätzlich, wenn ich die trainieren möchte. Und unter Info sehe ich in exakten Textform nochmal, wie genau ich mich zu vorbereiten habe. Ich sehe, wie ich das Ganze ausführen kann. Und vielleicht noch ein Kommentar zur Hilfestellung. Ihr müsst euch vorstellen, dass dieser Umfang fast jeden einzelnen Muskel betrifft. Das heißt, man hat hier viele Möglichkeiten, gezielt zu trainieren. Damit das Ganze auch ziemlich einfach und nicht unübersichtlich wird, gibt es hierfür ein sogenanntes Workout-Plan. Das heißt, gefällt mir jetzt eine Trainingseinheit, möchte ich sie häufiger anwenden, möchte ich sie systematisch anwenden, dann füge ich diese zu meinem Plan hinzu. Das heißt, ich tippe einfach hier unten auf Add to Workout. Idealerweise habe ich einen Benutzer angelegt, der wiederum dann auch wirklich mehrere Pläne anlegen kann. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt einen Arm-Rücken-Plan angelegt. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte mittwochs nur Brust trainieren, donnerstags vielleicht Beine trainieren und vielleicht Samstag was anderes trainieren. Und hier kann ich dann anschließend meine Sätze hinzufügen, zum Beispiel wie viel Kilogramm für beiden Seiten. Unter Index kann ich alphabetisch nach Muskeln oder Übungen suchen, wenn ich das Ganze Visuelle nicht mag. Ideales Szenario, ihr bekommt vorgeschrieben, dass der Muskel XYZ trainiert werden muss und einfach suchen, passende Übung auswählen und los geht's. Das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus, entweder habe ich eine Suche hier, ich kann scrollen oder ich sage Exercises, also die ganzen Übungen und kann dann loslegen. Weiterhin im Menü habe ich alle meine Pläne, nämlich Workouts. Da sehe ich das nochmal detaillierter, unter welchen Benutzernamen sind die angelegt worden. Mit der Zeit kann ich auch die einzelnen Pläne auswerten lassen und nachvollziehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Zuletzt sehe ich hier unter Kamal natürlich alle Benutzer, die ich angelegt habe. Ich kann auch welche hinzufügen oder welche entfernen. Und natürlich Einstellungen, wo sich Standardwerte einstellen lassen, wie zum Beispiel Kilogramm oder zum Beispiel, wie viele Sätze möchte man machen. Die App hat uns sehr gefallen, da sie umfangreich und gleichzeitig auch interaktiv ist. Was uns aufgefallen ist, beziehungsweise was einigen Problem machen könnte, sind die kleinen Flächen in den Pop-Up-Fenster. Man vertippt sich sehr häufig. Des Weiteren, sie ist nur auf Englisch, was aber nicht schlimm ist, weil alles ziemlich selbsterklärend ist. Die App kostet 1,59 €. Einen direkten Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir empfehlen die App jedem, der nicht unbedingt einen Personal Trainer zur Hand hat. Sie ist nützlich, finden wir. Wie ist euer Eindruck? Was habt ihr als Alternative oder was verwendet ihr als Alternative? Hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns. Vielen Dank für eure Zeit und bis bald.